Wir sind hier in Kap Kana. Eigentlich wollten wir heute zum Strand in Huanio Beach. Das ist ein öffentlicher Strand. Man muss sich hier anmelden, normalerweise. Heute wird mir gesagt, nachdem wir schon 20 Minuten hergefahren sind, man muss einen WhatsApp schicken oder jemanden kennt. Also öffentliche Strände in Punta Cana sind nicht unbedingt öffentliche Strände. Bin ein bisschen sauer jetzt. So, nach einmal kurz ärgern, hat der Charlie noch sich daran erinnert, dass er jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. In Kap Kana. Und dieser jemand ist der Walli und der kommt uns jetzt abholen, damit wir dann auch da reinkommen, wo die reichen und schönen und vor allen Dingen anscheinend wichtigen Leute wohnen. All you can see. All you can see. All you can see, all you can do. Da ist unser Pickup. Der Walli ist unsere Eintrittskarte ins Paradies sozusagen. So, hier in Kap Kana, da vorne fährt unser Reiseführer, der hat ganz schön Bleifuß. Sind wir mit unserem Sprecher. Daher. So, anstatt nach zum Strand von Huanio. Sind wir jetzt hier in der Marina von Kap Kana und gehen hier zum Strand. Wir sind uns nicht ganz sicher, der Walli meint, der Strand ist wohl zu, das Restaurant weg, da wird wohl gebaut. Der Mann im Office hat das nicht so klar ausgedrückt. Aber egal, wir sind jetzt hier am Strand. Whatever, Kap Kana? Somewhere in Kap Kana. Oh. Ich werde noch Profi eines Tages. Nehmt euch mal mit runter zum Strand. Ist hier etwas steinig. Und es ist auch, gibt auch hier ein paar Algen in Kap Kana. Da haben wir ja sehen können. Ich bin einmal da hinten rumgelaufen, um den Kreidefelsen sozusagen rumgeschwommen. Also das ist ganz schön, es ist echt ruhig zum Schwimmen, dafür kann man es empfehlen. Von der Schönheit her, vom Laufen, vom Anfühlen, bin ich eine Barbaro Beach-Fan und werde es auch bleiben. Aber es ist mal was anderes. Kap Kana ist ein ziemlich großes Gebiet, ganz nah am Flughafen.
Ja, da gibt es viele Apartments, so eine geschlossene Wohnanlage. Da gibt es auch Hotels, zum Beispiel das TAS Cap Cana, das Secret Royal Cap Cana, das Hyatt ist da oben. Ja, es ist also wirklich eine ganz, ganz große Angelegenheit. Und da gibt es halt einen Sicherheitsdienst. Ja, man ist immer gut reingekommen, weil die Strände ja hier öffentlich sind, wenn man gesagt hat, man möchte zum Strand. Und das haben wir aber von festgestellt, geht nicht mehr, weil wohl Guarnillo Beach gebaut wird oder auch sonst irgendwas. Ja. Die haben uns dann ein anderes Restaurant auch am Strand angeboten, auch mit $25 Eintritt, sage ich jetzt mal. Aber wir wussten nicht, wo es ist und dann wollten wir nicht hin. Und dann haben wir halt die Option Wally, unseren Freund, der in Cap Cana wohnt, gewählt. Und das war auch ganz gut. Der Strand war ziemlich steinig, muss ich sagen, aber im Gegensatz zu Bávaro recht wenig Seegras. In Bávaro gibt es da echt viel im Augenblick von. Und man hat einfach mal ein bisschen was anderes wieder gesehen. Für die, die es interessiert, also Cap Cana, muss man sich anmelden. Man kann da ins Restaurant und $25 bezahlen. Adventure Cap Cana abgeschlossen. Naja. So, wir haben uns jetzt entschieden, nachdem wir nicht gegessen haben am Strand, dass wir nochmal zum El Burrito fahren, weil die nämlich echt gute Fajitas haben. Leckeres mexikanisches Essen gleich um die Ecke hier in Punta Cana. Ziehen wir uns jetzt rein. So, hier teilen wir uns eine Fajita, und zwar eine Fajita Mixta. Mit allem, was dazugehört. Hier im Burrito ist es nämlich echt extrem lecker. Wissen wir schon aus Erfahrung. Oder noch was von 80 Grad Schraube nehmen oder sonst was. Churro. Ah, video. Legal, legal. Legal. Ahora hablamos. Sí. Muy bien. Una para mí, una para ella. Ahí, ahí comemos como gracias. So, wir haben jetzt mal auf die Schnelle hier noch mal so 10, 15, 20, 20 Kalorien. 20.000 meine ich. 20.000 Kalorien noch mal schnell eingepfiffen. Also, wenn man das so anschaut, das Teil hier, da sage ich einfach, das ist weiße Schokolade, das ist vom Feinsten und ist einfach nur lecker. Und vorher haben wir gehabt, das sieht man am Teller, da war Nutella drauf. Und wenn man eineinhalb von den Teilen sich in die Figur schmeißt, dann ist das ziemlich sättigend. Das kann ich bestätigen.